Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unity of Command 2 und dem Blitzkrieg DLC. Wir sind am 1. September 1939 in der ersten Runde von 8 und sind jetzt hier oben angekommen in Gdynia, ein Vorort von Danzig, und wir sehen, das sieht echt nicht gut aus. Deswegen würde ich gerne tatsächlich mit dem Landungsfeuer auf diesen Bereich feuern. Wir sehen, die ganzen Einheiten sind jetzt unterdrückt. Denen hat das überhaupt nicht gefallen. Und wenn wir jetzt angreifen, sieht das schon deutlich besser aus. Und das würde ich sagen, das machen wir doch mal 1:1. Na, bitte. Sehr gut. Die Einheit wurde vertrieben. Sie ist weg. Und jetzt könnten wir hier theoretisch einrücken. Geht aber nicht. Mit der Einheit können wir auch nur bis hierher gehen. Das ist ja tatsächlich ein bisschen schade. Wir können mal gucken, ob die das kann. Die kann es auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mit ihr nach hier oben und kommen dann hier rum, dass die Einheit nicht abhauen kann. So, dann gucken wir mal hier unten. Hier hatte ich ja schon gesagt, müssen wir aufpassen, dass unser Supply nicht abgeschnitten wird. Und was wir übrigens auch hier machen können, wir können mit der Einheit hier rüber gehen, über den Fluss und dann hier langsam lang gehen. Und was ich euch übrigens noch nicht erklärt habe, und das hole ich jetzt nochmal nach, ist das Headquarter. Und wir sehen, wir haben jetzt hier kein Headquarter auf der Karte. Wir haben nur ein Headquarter hier auf der Karte. Und wenn wir das mal anklicken, dann sehen wir hier unten, was dieses Headquarter alles machen kann. Wir können es zum Beispiel auch verschieben, und ich bin dabei. Danke. Wir können es zum Beispiel auch verschieben, und ihr habt hier diese entsprechenden, ja, das sind keine Action Points oder so, das werden hier Kommando Points genannt. Das sind die KP, die Kommandopunkte, und diese Kommandopunkte sind entscheidend im Prinzip, was ihr machen könnt, und ihr würdet jetzt hier beim Verschieben dann auch entsprechend Kommandopunkte benötigen, deswegen hat der nur eine bestimmte Reichweite. So, und bei den ganzen anderen Sachen, die ihr hier machen könnt, Achtung, nur mit Einheiten, die in Reichweite sind. Reichweite seht ihr hier an dieser gestrichelten Linie. Hier würdet ihr dann zum Beispiel sagen können, hey, Notfallversorgung, wenn man sagt, hey, da gibt es eine Einheit, die ist nicht versorgt, dann könntet ihr hier zum Beispiel sagen, ihr könnt eine Brücke reparieren oder ihr könnt hier Flussüberquerung machen. Wir sehen hier auch entsprechend die Kosten. Wir können hier zum Beispiel sagen, geplanter Angriff, das hatte ich ja schon mal gezeigt in dem Video vorher. Das heißt, wir gehen hier hin, wählen die Einheit aus. Hier gibt es zum Beispiel keine. Wir könnten die sagen und dann sagen, hey, pass auf, greif doch die Einheit hier an. Und dann wäre das entsprechend der geplante Angriff. Und wir würden die ein wenig runterbomben. Und ihre Verschanzung, ich sehe hier leider keine Einheit mit. Doch, da. Da ist eine Einheit mit Verschanzung. Das könnte man also sagen, dass man jetzt die Einheit nimmt und hier runterbombt. Und hier seht ihr jetzt was von dem Headquarter. Ja, es ist nicht möglich, bei diesem Headquarter hier jetzt wirklich was auszuwählen. Warum? Wir sehen es out of range. Ja, das ist einfach nicht eine Reichweite. Und das ist halt auch ganz wichtig. Also da unbedingt darauf achten. Ansonsten könnt ihr diese Sachen auch gar nicht nutzen. Das heißt, wir sollten dieses Headquarter, gerade weil unsere Einheiten hier oben jetzt gezogen worden sind, ein wenig verschieben. Und ich würde sagen, wir ziehen das mal hier oben in den Wald. Und dann ist zumindest die Truppe hier mit drin, aber die leider immer noch nicht. So. Dann machen wir mal weiter mit das mit dem Gefangenen und so. Das gucken wir uns ein anderes Mal an. Jetzt ist er nicht mit drin. Okay, das ist doof, aber ich sag mal, ein Toten muss man sterben. Mit der Truppe würde ich gerne hier unten hingehen. Aber dann würde ich mir tatsächlich gerne einmal die Aufklärung holen. Eine Aufklärungskarte. Und in der nächsten Runde dann einmal gucken. Und ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir riskieren das und rennen hier mal runter. Und wir haben Glück gehabt, da war nichts. Und ich würde sagen, mit ihm, wir gucken mal, wie weit er gehen kann. Nee, wir gehen auch nach dort. Mit dem gehen wir hier runter. Und ich würde sagen, mit dem Panzer versuchen wir,
Hier werden auch mit Sicherheit Einheiten stehen. Dann sagen wir, aktivieren die mal. Dann haben wir hier in der nächsten Runde und wir gehen, wir nehmen den Panzer zum Angreifen und werden dann in der nächsten Runde hier mal aufklären. Das ist mir ansonsten zu unsicher. Wir greifen erstmal an. Und gehen hier weiter. Genau, hier stehen jetzt Einheiten. Dann ziehen wir mal den dahin. Und dann greifen wir an. Ah, das sieht nicht sehr gut aus. Wir können die Truppe hier rüberziehen. Das sieht schon besser aus. Und jetzt haben wir hier gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, so schnell, dass hier Truppen weggelaufen sind. Das sind tatsächlich Leute, die jetzt hier besiegt worden sind, die aber nicht tot sind. Und die sind abgehauen und das sind Gefangene, die wir machen können. Und bei unserem Headquarter, wenn wir dort Gefangene machen, das sehen wir hier, das Headquarter zählt eine Gefangenen. Wenn die Zahl der Gefangenen das Gefangenenziel erreicht, werden Aufklärungsmarker im Kriegsnebel enthüllt. Mit anderen Worten, wenn ihr Leute gefangen nehmt, könnt ihr euch sagen, woher andere Einheiten stehen. So, dann gehen wir mal weiter. Die Truppen sind nicht im Headquarter. Das gucken wir uns gleich an. Mit ihm hier anzugreifen ist Selbstmord. Die Frage ist, ob wir... Ja, wir können mal gucken. Wir haben hier zwei. Die sind ungefähr gleich stark. Dann ziehen wir ihn mal zur Seite und ihn dahin. Und dann nehmen wir den Bomber. Und das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann können wir uns diesen Move auch sparen. Und den bringen wir in die Richtung. Und ihn bringen wir in Richtung Danzig nach hier oben. So. Dann würde ich sagen, er hat angegriffen. Dann bleiben wir mal hier. Ihn möchte ich gerne hier rüberbringen, weil er deutlich stärker ist. Und dann kann er hier angreifen. Ja, sehr gut. Und dann gehen wir hier jetzt auf den Gefangenen. Jetzt werden wir hier einen Gefangenen nehmen. Sehr schön. Und dann können wir hier gleich nochmal angreifen. Sehr gut. Hier werden wir uns mal in Position bringen, aber nicht angreifen, das macht noch keinen Sinn. Und den Angriff möchte ich ehrlich gesagt auch noch nicht machen. Ich bin mir halt nicht sicher, wenn wir jetzt hier angreifen. Wir sehen es hier, wir hätten zwar 15-6. Ja, wir haben halt, wir könnten halt angreifen. Wir sind ja, ja, wir machen das, wir greifen hier an. So. Wir haben jetzt zwei verloren, aber das passt, wir bleiben da stehen. Okay, ich würde sagen, das war's und dann gehen wir in die nächste Runde. Ja, das ist genau das, was ich da schon gesagt hatte. Die sind jetzt über die Brücke gekommen, diese Säcke. Und haben hier unsere gesamte, ihr seht das hier, die haben jetzt unseren gesamten Nachschub abgeschnitten. Und das ist echt jetzt echt eine Katastrophe. Wir werden deswegen alles daran setzen, diese Einheit zu zerstören. Erstmal Bomber. Dann erster Angriff von der Einheit. Zweiter Angriff von der Einheit. Die ist leider zerstört worden. Das wird die auch nicht überleben. Ja. Wir müssen diese Einheit hier irgendwie runterkriegen. Das schaffen wir aber leider nicht mehr in dieser Runde. Deswegen, die ziehen wir da oben hin. Ihn darunter und dann nächster Angriff. Wir schaffen es nicht, diese Truppe hier wegzukriegen. Das war tatsächlich ein Fehler. Aber ich hätte gedacht, dass er da nicht hinziehen kann. Ja doch, das ist die Kontrollzone gewesen. Okay. Jetzt können wir tatsächlich einmal mit unserem Headquarter könnten wir... Nein, wir können nicht mal in die Notversorgung gehen, weil wir nicht genug Kommandopunkte bekommen im Moment. Ah, das ist natürlich jetzt
echt doof. Jetzt ist natürlich hier, jetzt läuft natürlich gerade alles schief. Auf jeden Fall werden wir erstmal das hier einnehmen. Verbesserung der Heeresgruppe B. So, wir könnten uns jetzt einen weiteren Befehlspunkt, also Kommandopunkte, ihr seht, das ist hier selbst nicht eindeutig. Wir könnten es spezialisieren auf keinen Rückzug oder einen geplanten Angriff gibt. Ja, das haben wir ja schon. Ich würde sagen, wir nehmen einen weiteren Kommandopunkt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Dann gehen wir mal hier wieder zurück. Und die Truppe wird hier angreifen. So. Jetzt haben wir noch zwei unterdrückte Einheiten und dann würde ich sagen, greifen wir da an. Und dann ist der Truppenteil auch endlich Geschichte. Dann können wir uns hier in Danzig aufstellen und die Truppe hierhin holen. Ja. Das sieht ganz gut aus. Wie sieht es hier aus? 2-1. Das machen wir nicht. Wir können aber die Truppe nach hier ziehen und dann sich angreifen. Und dann dort dann sich erobern. Sehr schön. Das heißt, wir haben das erste Ziel erreicht. Sehr schön. Wir haben nur noch eine Runde, um das Ziel zu erreichen. Und das werden wir gucken, ob wir das hinkriegen. Das war Nummer 1. Und da ist jetzt eine Truppe drin. Dann werden wir mal ihn angreifen. Und mit der Einheit. Ja, da kommen wir leider nicht rüber. Wir könnten mal gucken, ob wir mit der rüberkommen. Kommen wir leider auch nicht. Mit der Truppe können wir hier angreifen. So, das war Nummer 1. Den Panzer holen wir uns hier unten hin. Da werden wir erstmal aufklären. Da ist eine Truppe drin. Das heißt, den Panzer ziehen wir direkt da unten rein. So, ihn lassen wir hier stehen. Dann können wir hier auch angreifen. Na gut. Und ich würde sagen, die Truppen bleiben hier. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Ach, wir haben neue Einheiten. Das habe ich ganz vergessen. Nämlich ihn hier. Und der wird da platziert. Und dann kann er tatsächlich nochmal angreifen. Das gibt's ja nicht. Und wir haben noch einen zweiten Angriff. Na, sehr gut. Jetzt haben wir das Thema wenigstens durch. Und wir können mit den Truppen nichts mehr machen, aber unsere Versorgung steht wieder. Genau. Und ihr habt jetzt gesehen, was ein unglaublich kluger Schachzug der KI machen kann, nämlich hier raus in die entsprechende Kontrollzone unserer Truppe direkt auf die Gleise gezogen und alle unsere Einheiten, ihr seht es an dem roten Ausrufezeichen, sind nicht mehr versorgt und würden in den nächsten Runden Probleme haben, sich zu bewegen und Versorgungsprobleme haben im Allgemeinen. Und das ist natürlich echt eine Katastrophe. So, übrigens das Gleiche geht jetzt natürlich auch für unseren Feind. Ja, wir sehen das hier. Er hat hier arge Versorgungsprobleme. Das heißt, hier die ganzen Einheiten sind nicht versorgt. Er geht jetzt noch hier rüber. Aber das hoffen wir auch natürlich schnellstmöglich abzuschneiden. So. Deswegen, wir hoffen, dass die Truppe nicht weg ist. Dann ziehen wir ihn nach dort. Und dann wird er angreifen. So, die befestigte Einheit werden wir erstmal mit einem Bomber ein wenig weichklopfen. Und danach mit dem nächsten Angriff, das sind jetzt 3 zu 0. Eieieiei. 4 zu 0 sogar. Also die ist schon ziemlich gut hier unten verschanzt, das muss man ja schon sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal. Ah, wir gehen mal hier hin und unterstützen die Truppe. Ich würde sagen, mit
ihm gehen wir hier runter. Das können wir aber dann auch nicht mehr jetzt angreifen. Mit den Truppen werden wir uns in die Richtung bewegen. Hier können wir über die Eisenbahnlinie gehen. Hier können wir noch einen weitergehen. So. Und er wird hier bitte 2-1. Ich denke, das ist nicht mehr notwendig. Die können wir hier unten aushungern. Genauso wie den hier. Obwohl, das ist ein 2-1. Das ist eine einfache Sache. Das geht. So. Dann können wir die Truppen eigentlich auch nachholen. Und dort angreifen. So, wo ziehen wir ihn hin? Er ist dort immer noch schlecht im Angriff, weil die sind echt gut verteidigt. Ihr seht das hier, die sind wirklich eingeschanzt. Pioniere wurde wieder hergestellt. Ja. Das Problem ist, wenn wir jetzt die... Wir haben ja... In Runde 3 müssten wir im Prinzip das einnehmen. Touron Runde 5. Aber das kriegen wir nicht mehr. 4-0. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Nächste Runde. Wir haben noch eine Einheit. Ja. Das sollten wir auch machen. Und die kommt dort oben hin. Und du bewegst dich bitte nach dort. So, sehr gut. Nächste Runde. So, wir sehen, unser erstes Ziel, also eins der Ziele hier, ist fehlgeschlagen. Habe ich das tatsächlich verpennt, da hinzuziehen? Ah, ich fasse es nicht. Okay, so, die Truppe ist beschädigt. Das sollte jetzt kein großes Problem mehr sein. So, mit ihm, da warten wir ab, bis die Einheiten hier unterversorgt sind. Sieht es bei ihm aus, immer noch 5-0, da warten wir auch weiter ab. Und dann werden wir mal gucken. Ein Bomberangriff bitte auf ihn. Und... Das ist ein Viererangriff, ein Dreierangriff. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. So, dann du bitte einmal zur Seite. Nochmal ein Viererangriff. Ah, das ist auch alles echt hart, was die hier machen. Na, hier unten haben wir nichts mehr. Das heißt, da müssten wir wieder von oben kommen. Hier. Auch nochmal, das ist der Wahnsinn. Wir müssen echt hier runter und diese Truppen hier abschneiden. Wir gehen mal weiter hier vor. Ein Angriff. Der kann nicht mehr, der auch nicht. Er ist dabei. Er auch. Dann gucken wir mal das Headquarter. So. Dann ziehen wir das mal ein wenig nach vorne. Ich würde tatsächlich sagen, dorthin nicht nach dort. Und ihn ziehen wir nach dort und warten einfach mit dem Angriff nochmal ab. Nur, wir werden hier die Brücke schützen, dass er hier nicht hier rüberläuft über die Brücke. Das heißt, er müsste jetzt eine Kontrollzone haben, einmal hier rum. Die Einheit sollte hier also nicht durchkommen. Okay, sehr schön. Die Truppen ziehen wir auch nach. Und dann gucken wir mal, ob unser Supply Depot noch gut aussieht. Ja. Wir sind hier gut versorgt. Die Truppe, das wird sich hoffentlich auch bald auflösen. Dann können wir hier... Der ist nicht versorgt. Moment, wieso? Ja, Tatsache. Wir müssten mal... Ah, das ist natürlich ärgerlich. Lass uns mal gucken, ob es geht, hier ein abzuziehen und das hier dran zu setzen. Nee, da ist die maximale Größe 1.
Die Frage ist, können wir das versetzen? Wir können auch keinen neuen Nachschubpunkt bilden. Ich weiß nicht, ob wirklich ein LKW was bringt. Was wir machen können, wäre mit dem Headquarter, wenn wir in der nächsten Runde sind, eine Notversorgung machen und die Truppe hier notversorgen. Dann hätten wir auf jeden Fall das geschafft, dass wir hier die Truppe notversorgen. Ich würde sagen, ihn holen wir nach hier. Nein, das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Ihn holen wir nach hier und dann können wir hoffentlich hier über die Brücke gehen und dann hier unten den Nachschub komplett kappen. Und dann sind wir hoffentlich in der nächsten Runde mit dem Ort hier fertig. Nächste Runde. Genau, wir haben leider auch das Tuchola Forest nicht eingenommen. Aber wir werden jetzt erstmal mit dem Headquarter hingehen. Und jetzt seht ihr, was das Tolles kann. Wir werden jetzt eine Notversorgung machen für diese Truppe hier. Und ich vermute, genau, auch für diese Truppe. Und da haben wir nicht mehr genug Punkte übrig. Okay, dann ist das leider so. Und wir können unsererseits hier angreifen. Das sind jetzt 2-1. Dann würde ich sagen, warten wir da nochmal eine Runde. Da können wir jetzt auch nochmal eine Runde warten. Ich denke, da brauchen wir jetzt uns keine großen Gedanken mehr zu machen. Die sind dann so und so bald weg vom Fenster. So. Hier werden wir die Truppe nochmal angreifen. Kein Angriff über große Flüsse. Okay. Kann er das? Er kann das auch nicht. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das heißt, wir bräuchten hier echt eine Infanterie. Okay, gut, dann stellen wir ihn hier hin. Ah, das ist natürlich doof. Der kann nicht über große Flüsse angreifen. Ja, und hier können wir nicht angreifen. So, das heißt, wir gehen erstmal hier hin und bomben ihn nochmal ein bisschen. Das heißt, er hat jetzt hier Unterdrückung bekommen, ihr seht's. Und jetzt sind es noch 3-0. Ja, Rückzugswahrscheinlichkeit 30%. Sehr gut, ja! Mit dem gehen wir gleich durch. Sehr, sehr gut. Und damit haben wir alle drei Hauptziele erobert. Und ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich. Dann gehen wir in die nächste Runde. Du hast gesiegt. Alle Hauptziele wurden erfüllt und es sind keine Bonusziele mehr übrig. Du kannst das Szenario beenden. Alternativ kannst du auch noch ein paar Runden weiterspielen. Nein, wir wollen es beenden. So, 115 Punkte bekommen. 7 Feinde gefallen. 8 eigene gefallene Verluste. 14%. Glückwunsch. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, The Polish Plain. Das machen wir beim nächsten Mal. Starten das Szenario, gucken schon mal ganz kurz rein, was uns erwartet und das werden wir dann in der nächsten Folge spielen. Die kommt morgen raus und wie gesagt, denkt dran, wenn es euch gefällt, abonnieren und liken nicht vergessen. Und wir gucken uns das Ganze mal an, was uns hier erwartet. Wir sind also in Gleiwitz und Oppeln. In Oppeln war ich auch tatsächlich schon mal, sehr schöner Ort. Und sind hier oben, sehr schön Posen. Hier oben, sehr schön, hier oben waren wir gerade, sehr gut gemacht. Wir müssen wahrscheinlich, genau, Krakau, Lodz, wir müssen alles einnehmen, haben hier viele Panzer zur Verfügung. Was ist das für eine Truppe? Motorisiert, SS-Infanterie, aha, denke ich klar, was es heißt. Ja, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr auch. Also, macht's gut, bis morgen. Euer Strategien. Ciao, ciao.